Seit ihrer Gründung im Jahr 1906 konnten die Freunde der Staatsgalerie Stuttgart über 2000 Gemälde, Plastiken und Grafiken erwerben und als Dauerleihgabe der Staatsgalerie übergeben. Darunter viele Werke von Weltrang. Möglich ist dies durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und das Engagement der Mitglieder. Hier stellen wir Ihnen die Geschichte vom Stillleben mit Gitarre von Alexander Karnold vor. Mein Name ist Andrea Richter. Ich bin Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin. Seit dem 1. April 2019 prüfe ich den Sammlungsbestand des Vereins der Freunde der Staatsgalerie Stuttgart systematisch auf Kunst, die während der Zeit des Nationalsozialismus geraubt wurde. Die Arbeit ist befristet auf 2 Jahre und wird unterstützt vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Ich untersuche die Sammlung des Vereins proaktiv auf sogenanntes NS-Raubgut. Das heißt, dass nicht erst auf einen Anspruch von außen reagiert wird, sondern dass auch ohne den Verdacht auf einen Raub die Vorbesitzer der einzelnen Kunstwerke detailliert recherchiert werden. Die Freunde der Staatsgalerie sind der erste Museumsförderverein, der sich dieser moralisch-ethischen Verpflichtung stellt. Der Verein der Freunde hat seit seiner Gründung im Jahr 1906 schon mehr als 2000 Kunstwerke erworben. Er stellt diese der Staatsgalerie als Dauerleihgaben zur Verfügung. Insgesamt prüfe ich aus diesem Bestand nun die Herkunft von 183 Kunstwerken. Das sind solche Objekte, die vor 1945 entstanden sind und nach 1933, dem Jahr der Machtergreifung Hitlers, erworben wurden. Einen Teil der Vorbesitzer konnte ich bereits recherchieren und auch schon einige Provenienzen aufklären. Aus diesem Fundus stelle ich im Laufe der nächsten Zeit einige interessante Beispiele vor und berichte von meinem Vorgehen bei der Erforschung der Geschichten hinter den Kunstwerken. Warum nun stellt sich der Verein dieser wichtigen Aufgabe? Es gab einen Anstoß für die Entscheidung, die Herkunft der eigenen Sammlung nun systematisch erforschen zu wollen. Im Jahr 2005 wurde Anspruch auf dieses Gemälde Stillleben mit Gitarre von Alexander Karnold gestellt. Das Werk wurde 1926 im Stil der neuen Sachlichkeit gemalt und 1935 vom Verein der Freunde, der damals Galerieverein genannt wurde, erworben. Es gehörte einst in die Sammlung des jüdischen Rechtsanwalts Ismar Rittmann in Breslau. Dies belegt Briefwechsel der Familie Rittmann mit Kunsthändlern aus den 1930er Jahren. Der Verbleib des Gemäldes ist eng mit dem Schicksal der Familie verknüpft. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde Rittmann die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom Breslauer Gericht entzogen. Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise war er schon vor 1933 in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Hochverschuldet und nun beruflich ohne Zukunft beging er 1933 einen Selbstmordversuch. Er starb 1934 an den Folgen. Seine Witwe und seine Kinder waren ebenfalls jüdischer Herkunft und mussten deswegen nun ins Ausland emigrieren. Um die Ausreise finanzieren zu können, verkauften sie die Kunstsammlung 1935 über den Berliner Kunsthandel. Und auch der Verkauf des Gemäldes wurde 1935 abgewickelt. Ungewöhnlich ist hier, dass es zunächst an den Künstler ging. Alexander Karnold erwarb sein Stillleben aus dem Besitz der Familie Rittmann für 450 Reichsmark. Nur wenige Monate später dann erwarb es der Verein der Freunde für 960 Reichsmark. Der Verkauf seitens der Familie Rittmann fand unter den Bedingungen und unter dem Druck nationalsozialistischer Verfolgung statt. Zudem erhielt sie weit weniger als die Hälfte des Preises, den später der Verein dafür zahlen würde. Sie hatte das Werk also unter Wert verkauft. Der Verein gab daher das Gemälde an die Nachfahren der Familie Rittmann zurück. Einige Jahre später, im Jahr 2013 dann, tauchte das Gemälde im Kunsthandel wieder auf. Der Vorstand des Vereins beriet über einen erneuten Ankauf und entschloss sich, an der Auktion des Gemäldes teilzunehmen. Es konnte zu einem angemessenen Preis für die Sammlung zurückerworben werden und es hängt seither hier in der Dauerausstellung der Staatsgalerie.